Ja, hallihallo, ne? Und herzlich willkommen zurück zu Backpack Hero. Ja, beim letzten Mal haben wir gute, erfolgreiche Runs gehabt und wir starten hier direkt in eine Katastrophe rein. Also ich hatte das Spiel gerade eben schon eigentlich einmal gestartet, aber bin dann ins Hauptmenü nochmal zurückgegangen, weil der Bürgermeister hier wird gesagt hat, beziehungsweise dieses Dumpi hier. Ich vergaß, das Bürgermeister war was anderes. Bursch, wir werden angegriffen. Es gibt immer noch Königsschergen, die im Dorf herumstreifen. Ich muss hier gerade das Dorf verteidigen gegen die königlichen Rüpel. Da ist auch noch einer. Ja, ich ziehe euch meinen Rucksack über den Schädel. Das gefällt euch, ne? So. Was fällt euch ein? Wo ist der letzte? Beziehungsweise, wo sind die nächsten? Da sehe ich noch einen von den Dreckigen. Was? Wir wurden überfallen. Die königliche Garde war es. So viele Dorfbewohner wurden verletzt. Und dein Vater, wir haben gesehen, wie sie ihn weggetragen haben. Das ist eine Tragödie. Dafür gibt's Rache. Geht's euch gut? War zur gleichen Zeit im Dungeon. Okay, ich kann nicht mit jedem reden. Hier rennt doch 100 pro noch einer rum. Darf ich erstmal einen Penner suchen hier? Habe ich alle? Es ist schrecklich, das zu sehen. In der Tat. Es war ein gewaltiger Zusammenstoß. Aber dank deiner Hilfe konnte ich Patrouillen die vertreiben. Also die Patrouille. Was ist passiert? Es war die königliche Garde. Sie wissen, dass du aus dem Dungeon bist. Und sie wollen es zurück. Hörst, wir haben versagt. Konnten deinen Vater nicht beschützen. Als sie zuerst eingriffen, kam er aus deinem Haus. Sie packten ihn, bevor wir es merken. Ich gehe ihm nach. Sie werden dafür bezahlen. Wohin haben sie meinen Vater gebracht? Sie haben ihn zurück in den Dungeon unter Orderia gezerrt. Muss weiterhin tiefer graben. Das ist, wohin sie ihn gebracht haben. Bald wirst du deinen Vater retten. Survive the Raid. Resilient Town. Habe ich gerade bekommen. Und die Ressourcen, die du bekommst, machen uns nur stärker gegen sie. Habe ich jetzt eine Mission dazu bekommen? Nee. Okay, was für einen Run versuche ich jetzt gerade eigentlich überhaupt? Sind halt alle verletzt. Okay. Ich kann hier mal diese rote Flamme probieren. Wenn der Kampf endet, aus dem Rucksack entfernt und benachbarte Gegenstände werden halt kaputt gemacht. Ich muss das Ding eigentlich alleine stehen lassen. Und auf die Mahlzeit pfeifen. Weil ich kann nicht den Schild verlieren. Den brauche ich. So, der Rest kann man in meinem Inventar bleiben. So, dann gib mir mal mehr Max-HP. Ah, Höhle oder verzauberter Sumpf? Hier, ich bin für die Höhle.
Verzauberte Sumpf ist immer zum Kotzen. Na, wie es aussieht, kriege ich den Stab wahrscheinlich nicht bis zum Shop durch. Das wird ekelhaft. Ich muss auf den hier zuerst gehen. Sollen die mir noch Schaden machen? Hab mir dazu als abgezogen bekommen. Der Schild, den ich habe, ist besser. Schade, dass die Gefahren nicht als Konsum-Items zählen. Okay, jetzt hier oben, damit ich einmal mehr Ausdauer habe, damit ich das die eine Schnecke zumindest loswerde. Ich habe eh nicht vor, das da oben zu verwenden. Den kann ich werfen. Ich habe jetzt schon im Gefühl, diese Schlacht werde ich nicht überleben. Ihn zu besiegen bringt mir halt Glück, aber das bringt mir jetzt gerade nichts. Ne, die Schlacht überlebe ich nicht. Im 10-22, ich block zumindest genügend. Es ist ein Deutsch und kein... Hab ich gar nicht gemerkt. Ich dachte, das wäre ein Kunai.
Bevor ich den verliere. So, den Schlimmen schon mal losgeworden. Immer kann man in den Shop kommen? Ich müsste jetzt gucken, dass ich jetzt eigentlich Kämpfe vermeide. Hab kein Mana-Netzwerk, aber ich kann es ja trotzdem nutzen. So, immer Folge halt. Ach, ich liebe Vampirismus. Jetzt muss ich überlegen, wo ich die hinpack. Und da ist endlich der Shop. Jetzt habe ich ihn. Jetzt bringt er mir jetzt gerade aber auch nichts mehr. Ein kramender Maulwurf. Warum ist er als ein schlafender Typ auf der Karte? Drei Schaden zu einer Waffe hinzufügen, das hätte ich sehr gerne auf den Dolch. Auf der einen Waffe. Ich mache mal hier einfach, dass der auch langsam macht. Eine Energie zur Kleidung, das wäre sehr schön. Das Dynamit kannst du haben und der würde so oder so jetzt aus meinem Inventar verschwinden. Ich brauchte 40, ne? Um Energieaufrüstung zu packen, ja. Ich kann ja darauf pokern, dass der Kampf genügend bringt. Die Kiste lohnt sich, glaube ich, so gut wie gar nicht. Ach, der hat vom Prinzip her die Kiste da beschützt. Die Schuhe, die kann ich gerade gar nicht gebrauchen. Was macht der da? Das sollte ich mir für einen Bossgegner aufheben. Das blockiert mir zu viel. Vielen Dank für die ganzen Seelen. Auch bisher läuft gut. Ich habe mich einmal selbst getötet, aber ansonsten läuft bisher gut. Und danke für die Bits, Dark.
Ich nehme den Schaden, ich kann den eh wieder hochheilen. 1 HP. So, jetzt tauschen die beiden einmal kurz Platz. Oh, noch eine Mottenbombe. Ich kauf, glaube ich, gleich einfach die Rüstung. Die Bombe würde ich halt gern für den Boss behalten. Ich könnte auch das Buch verkaufen. Ne, hier, komm, nimm die Kappe. Dann schmeiße ich die Bombe hier rüber. Passt so schon. Jetzt kann ich mir das bei der Schmiede gönnen, was ich mir gönnen wollte. Da ist noch irgendein... Da gucke ich gar nicht erst rein. Nicht, wenn ich kurz vor Boss bin. Da gucke ich doch nicht in eine fluchte Kiste rein. Dich mag ich nicht. So langsam gehen mir die Plätze aus, wo ich die scheiß Kerze hin tue. Ist irgendwas Geiles im Shop? Der Flammenedelstein. Aber ansonsten nix. Verdammt! Ach komm. Dann habe ich einen Platz, wo ich das all zumindest hin tun kann.
Das Vieh ist eigentlich ganz leicht. Das orientiert sich ja nach dem, was ich mache. Wenn ich mit dem letzten Angriff einfach hier blocke, anstatt anzugreifen, dann passt das schon. Dann blockt er immer am Ende. Und durch das Langsam hat er halt weniger Blocken. Eigentlich mit Abstand einer der einfachsten Gegner im gesamten Spiel. Man muss halt nur wissen, wie er funktioniert. Ah, ich habe das Blocken vergessen. So, jetzt erstmal eine Ecke schaffen, wo ich das in die Kackkerze packen kann. Eine Regeneration zu den Ringen? Klingt gut. Ist auch das einzige davon, das ich mir leisten kann. Die darfst du mir geben. Ach, ich kann mir nichts leisten. Das ist jetzt auch nicht wirklich drunter, was ich verkaufen wollen würde. Schau mir noch die Kisten an und wenn da nichts Gutes drin ist, gehe ich jetzt zum Boss. Perfekt. Hat funktioniert. In der Kiste ist wahrscheinlich nichts Gutes. Oh, da ist der Knüppel. Ich werde den Schlüssel nicht mehr brauchen. Ich nehme das hier mit. Na dann, machen wir den Boss platt. Der hat verdammt viel Leben. Ich muss mich erst um den da kümmern. Die Moppenbombe kann ich ja aufladen. Und dann am Ende in ihn reinwerfen. So, ich nehme euch erstmal eure Wut weg. Bisher macht er, würde die Bombe hier schon 21 machen. Sehr schön. Weg mit eurer Wut. Braucht ihr nicht.
Aber bisher schon viel Schaden auf der Bombe drauf. So, jetzt kann ich die nächste Runde umnieten. Oder übernächste Runde. So, Idle hier hinpacken. So. Und da jetzt eh kein Kampf mehr kommt, kann mitten die Kerze auch nichts mehr wegmachen. Hab's geschafft. War zwar ein bisschen nervig, aber in einem guten möglichen Bereich war es ja. Ba-da-da-da-da. So, da oben will einer was von mir. Ich habe kürzlich ein neues Projekt gestartet. Etwas, um meinen Kopf von den Überfällen abzulenken. Steht total auf Brückenbau jetzt. Hier hast du. Oh, danke. Jetzt können wir diesen Ort wirklich erweitern. Endlich. Die Brücke wollte ich schon ewig lang bauen. Der Überfall auf unsere Stadt war ein erster Anfang. Du musst sie besiegen, Purse. Du wirst sehen, dass jetzt mächtigere Gegner im Dungeon auftauchen. Diese mächtigen Gegner, genannt Eliten, werden dich verfolgen, wenn du sie siehst. Du solltest vielleicht darüber nachdenken, sie zu meiden, wenn du nicht im Bestform bist. Aber sie lassen auch wertvolle Sachen fallen. Also wenn du im Vorteil bist, sorge dafür, sie zu besiegen. Ja, es erfordert eine sorgfältige Planung, genau wie Organisation. Ist auch Hauptteil dieses Spiels. Gute Arbeit, so viel zurückzubringen. Die Leute von Orderia danken dir. Es gibt immer noch mehr Bereiche zum Freischalten. Hast du verlorene Funken für mich? Ja, ich habe tatsächlich gerade welche mitgebracht. Und habe auch gerade so genügend für den Magma-Kern. Oh Gott, der Magma-Kern, der war richtig fies. Das war, glaube ich, vorletztes oder letztes Gebiet immer. Der Magma-Kern. Der König und seine Handlanger leben in den Tiefen. In einem ewigen Kampf mit den Feuerechsen, die in diesen tiefen Gängen herumstreifen. Vorsicht, Purse. Ja, die Feuerechsen waren so kacke. Die Temperatur steigt. Nur wenige Tiere haben die Lavaströme unter Orderia gesehen und noch lange davon erzählt. Toasty, das kommt bei dem Magma-Core. Ja, sobald ich da unten bin, bin ich wirklich toasty. Der Magma-Kern präsentiert das wahre Chaos des Dungeons. Ich will da nicht runter. Zum nächsten, der was von mir will. Weg ist versperrt. Ist hier ein Geist? Das Bild sieht so aus. Ja, ist ein Geist. Oh, schon Ton, Limonade! Das habe ich immer gesagt. Jetzt habe ich den Angriff nicht überlebt. Ich lasse das nicht meine Pläne durchkreuzen. Jemand muss Wache halten für die, die verloren haben. Und ich mache das Beste aus einer schlechten Situation. Du kannst es auch mit diesen neuen geisterhaften Items. Was bedeutet gespenstisch? Es klingt lustig, aber ich weiß nicht, was gespenstisch macht. Ich hoffe, du kannst hier gegen sie. Du kannst gegen die Kräfte des Königs einsetzen. Atlas? Ich hätte gerne Informationen.
ich darf keine Informationen haben, wie es scheint. Das wäre ja auch zu schön. Ich sollte eventuell erstmal eben kurz zum Rathaus. Wegen Forschungen. Ja, einen ungewöhnlichen Ring. Ich muss einen Hackbeil irgendwann mal mitbringen. Ja, Schwert des Paladins muss ich auch mal mitbringen für das Giftschwert. Ein Greifer. Okay. Da war nur Deko. Da warte ich ja noch. Eventuell wird das irgendwann mal in der Zukunft verlangt. Magie habe ich das Buch. Ich gucke erstmal, ob ich irgendwo an sich ein Buch brauche. Ja, hier zum Beispiel. Boah, ich muss einen Fluch irgendwann nach Hause bringen. Gefällt mir gar nicht. So, was bringt denn die richtige Kerze? Immer wenn ein Statuseffekt entfernt wird, füge Verbrennung in Höhe der entfernten Menge zu. Ich denke mal, ich gebe dem Gegner die Verbrennungen und nicht, dass ich sie abbekomme. Na gut, den Ring kann ich abgeben. Ich dachte, ich bräuchte die Rüstung. Hier aber offenbar nicht. Nee, verkaufen kann ich sie ja jetzt trotzdem. Ein bisschen Nahrung kann ich ruhig ausgeben. So, da habe ich dann auch was gekauft. Ich kann den Juwelier jetzt endlich erforschen. Ich will jetzt den Juwelier an sich sehen. Was kann ich da so herstellen? Ah, da kann ich mir die ganzen Ringe herstellen. Schon habe ich wieder 10.000 Sachen mehr, die ich mitnehmen muss. Diese Schurkenmaske, die muss ich, glaube ich, auch mindestens 5-mal nach Hause bringen. Oh, die Ninja-Tasche, die ist richtig geil. Vom Prinzip her muss ich da das Zeug auf jeden Fall mir freischalten. Ja, hätte ich den Herzring noch nicht verkauft, aber ist ja nicht so, als würde ich den gefühlt jeden Run finden. Ein Gebäude weniger auf meiner Liste. Als nächstes will ich eine weitere Brücke haben. Zum einen, damit ich auch zu dem komme. Der ist offenbar da drüben. Ohne deinen Vater ist es einfach nicht dasselbe. Ich vermisse ihn schrecklich. Mein Bruder hat ein Auge auf den Dungeon geworfen und ich höre hier zu.
Warte darauf, das etwas zu hören. In der Zwischenzeit solltest du deine Abenteuer fortsetzen. Vielleicht findest du Hinweise auf ihn. Die Erkundung des Dungeons ist der beste Weg, ihn zurückzubekommen. Okay, danke für die Info. Der jüngste Angriff auf unsere Stadt war eine Tragödie. So viele wurden verletzt. Und am schlimmsten von allem, das wird sich nicht positiv auf meine Zustimmungsraten auswirken. Wo warst du während des Angriffs? Hast du gegen die Truppen des Königs gekämpft? Ich hatte zu der Zeit mit einer noch größeren Krise zu kämpfen. Meine sinkenden Umfragewerte. Ich brauche etwas, um die Stimmung umzukehren und meine tapferen Taten zu würdigen. Ich habe genau das Richtige im Sinn. Aber ach, genau so wie du mir während des Überfalls jemand Wertvolles genommen. Es ist mein limitiertes Bürgermeister-Quillfisch-Plüschtier. Das Patent habe ich schon angemeldet. Diese Monster! Eine Wache des Königs hat es mitgenommen. Bitte, Purse, hol es zurück. Das Schicksal von Odere hängt vielleicht in der Schwebe. Und noch wichtiger, ich vermisse es, in mein eigenes Gesicht zu schauen. Eine Tragödie, in der Tat. Hast du zufällig einen Bürgermeister Quillfisch die limitierte Auflage dabei? Nein. Das ist nicht das seltene Sammlerstück, das ich suche. Und dich sollte man als Bürgermeister sofort absetzen. Du denkst nur an dich selber. Dieser Gespensteschwan, der klingt lustig. Das andere sind, alle anderen sind halt eh diese Fluch-Items. Versuche ich Sanduhr. Ist schön, dass das Teil mir das anbietet, dass ich das mitnehmen kann und es eigentlich nicht kann. Auf in die Stachelgruft. Ja, ein Zusatzschaden ist jetzt auch nicht so das Beste auf der Welt. Ja, komm, ich schick das auch nach Hause. Jetzt habe ich den Typen maximal ausgenutzt. Das Ding ist ultra heftig. Weil das Ding bewegt sich, kriegt 10 Schaden pro Feld und dann kriegt es nochmal Bonusschaden durch die Sanduhr. Das kann richtig stark werden. Ich kann mir nur eins bei dir holen. Ich hole mir die Max-AP. Ach, kann ich nicht. Dann heile mich wenigstens. Auf in den Sumpf. Kann auch nicht viel schlimmer werden, als es eh schon ist hier. Diese Sanduhr ist so räudig. Zuerst zu dir. Das Paladin-Schwert brauche ich. Nimmst du 2 oder 3 Felder ein? Du nimmst 3 Felder ein. Kann ich dich nicht mitnehmen. Zumindest meine ich nicht, dass ich es kann. Doch, ich kann, wenn ich es so mache. Ich muss jede Waffe mitnehmen. Und ab hier muss ich sie eigentlich auch alle nutzen. Wie mit Gift andrehen. Das abgesplitterte Schwert, das nutze ich einfach komplett aus. So, schon mal für die Rakete vorbereiten. Das extra Geld hier nehme ich natürlich, bevor es weg ist. Du siehst gruselig aus. Chester Rattum, eine gebeugte, tonnenförmige Ratte, nähert sich dir.
Es ist die größte einzelne Ratte, die du je gesehen hast. Winkel interessiert schon der Wert. Seit der Viren hier über Größe. Tauschen wir? Ein Item in gleicher Größe. Ja komm, vielleicht kriege ich ja was Besseres. Ist das ein Zauberstab? Bienenstichklinge. Okay. Wenn auch, was auch immer ich verwende, das Ding wird dann aufgefrischt und kann nochmal genutzt werden. Ein anderes Item der gleichen Seltenheit. Da hätte ich jetzt auch rumpokeln können, bis ich irgendwas richtig Wertvolles kriege. Das Wertvollste, was ich habe, sind halt diese beiden Waffen. Ich habe zwei Leute, bei denen ich einfach Sachen umtauschen kann. Bleib mir mit diesem Ding fern. Die eine Mottenbombe kann ich in der nächsten Runde ruhig nutzen, dann hat er keine Abwehr. Obwohl die richtig viel Schaden beim Boss machen können. Ich heb die mir für den Boss auf. Kann ich ihn damit richtig schnell finishen. Ich senke erstmal seinen Angriff ein bisschen. Den Knüppel kann ich loswerden, weil ich habe den Morgenstern und der macht ungefähr dasselbe. So, ich kratze dich einfach kaputt. So, den Knüppel kann ich wegwerfen. Ein Herz? Hackball. Das hier nehme ich. Die Rakete, die nutze ich bei einer richtig starken Truppe entweder oder wenn ich einen Boss vor mir habe. Was jetzt auch nichts Geiles drunter. Nimm den Herzring mit, weil ich den brauche. Ich hätte gern, ja genau, so etwas. Im Fluch, das nur ein Feld besetzt. So, Trank ist wahrscheinlich auch sehr stark, so wie ich es jetzt gerade habe. Den lebendigen Fels nehme ich, wenn, kurz vom Boss mit. Ich habe keinen Schlüssel. Gibt es hier irgendwas Sinnvolles? Nee. Dann weiter. Ich habe keinen Schlüssel für die Kiste. Der Rattenkönig. Hm.
Schildkröte ist auf jeden Fall ein bisschen gefährlich. Ey, wer hat gesagt, dass sie mit meinem Geld abhauen dürft? Aua. Okay, eine Mottenbombe verwende ich. Stimmt, ich kann mit der Mottenbombe eigentlich immer off-finishen. Fällt mir jetzt erst ein. Das Ding ist eh schon verankert. Ich brauche einfach jetzt die Bienenstichklinge auf, damit ich die gleich verkaufen kann. So, jetzt hat die keinen Angriff mehr. Dann kann ich ja auch gleich das Schwert des Paladins nach zwei Kämpfen da hochpacken. Besiege ich den Rattenkönig denn, wenn der immer wieder neue Gegner beschwört? Die nutze ich gleich. So, dich kann ich off finishen. Nicht wieder finishen. Die Mottenbombe ist echt geil zum Finishen. In Kombination mit der Eile vom Paladin-Schild ist das ultra stark. Weil ich kann mich einfach die ganze Zeit ein bisschen erstmal stärken. Wodurch kriege ich denn standardmäßig so viel? Durch die Eile werde ich dann auch immer heftiger. Kann dann einfach die Mottenbombe für mich arbeiten lassen. Komm. Einfach aufbrauchen, damit es keinen Schaden mehr hat. Dann kann ich es gleich an eine andere Stelle setzen. So ohne Bild kann ich das wenigstens schaffen hier. Ach verdammt, da hat ein bisschen Schaden gefehlt. Ich krieg wahrscheinlich so schnell keine neue Mottenbombe. Hier frisst Gift. Hier hau ich eine runter.
Na komm, dann bin ich's los. Ich boost erstmal meine Abwehr. Jetzt gerade habe ich genügend Abwehr, um ein bisschen zuzuschlagen. Das Geile ist, die Eile, die verbindet sich halt auch mit meinen Rüstungen. Geil auf, also Eile auf einem Schild ist richtig nice. So, ich warte, bis du kein Schild hast, dann hau ich dir mit dem Knüppel auf den Kopf. Oh, da war dann wohl noch was. Ja, komm, ich schick das Paladin-Schwert nach Hause. Kehr nach Odiria zurück. Der Run, der lief leider nicht so. Also, ich hätte die Mottenbombe halt behalten müssen. Mottenbombe plus Eileschild und drei Rüstungen gleich mächtig. Das war ja wirklich ultra stark. So, wo kann ich? Da. Das behalte ich noch. Der Mana-Stein, der wird nirgendwo gebraucht. Einmal zum Juwelier, da kann ich das Schutzband abgeben. Hab gerade vom Prinzip her einfach eine bessere Version von der einen Waffe hier bekommen. Die vier Gebäude, die brauche ich nicht so wirklich. Die Brücke, die brauche ich schon wesentlich eher. Kann ich das hier nämlich auch verbinden. Als nächstes würde ich hier noch eine Brücke bauen und hier, damit ich wirklich an jeder Stelle rüberkomme. Aber die Brücken, die kosten auch richtig viel Asche. Ich kann ja noch gucken, ob ich hier Nahrung ausgebe irgendwo. So. Jetzt kann ich auch noch mit den einen Typen hier endlich reden. Konstanz. Oh, hallo, Liebes. Ich wusste nicht, dass überhaupt jemand den Weg hierher kennt. Bist du hierher gekommen? Ich habe mich hier isoliert. Ja, der war halt da oben in der Ecke. Ich bin ein bisschen Wissenschaftlerin. Und das hier ist mein Rückzugsort. Aber im Laufe der Jahre ist meine Hütte verfallen. Doch ich kann dort kaum noch forschen. Könntest du mir vielleicht eine neue Werkstatt bauen, Liebes? Was kostet mich der Schmarrn? Das würde mir wirklich helfen, meine Forschung fortzusetzen. Kannst du mir diese Hütte bauen? Wenn ich weiß, was die kostet. Ja, ein Arsch voll Geld. Kann ich mir also folglich nicht leisten. Aber hey, ich kann in jedes Gebiet jetzt vordringen. Dann speichere ich mal hier an der Stelle ab. Den Run gerade eben, den hätte ich tatsächlich schaffen können, hätte ich die Mottenbombe nicht eine Runde zu früh eingesetzt. Ich hätte nicht mal die anderen Waffen gebraucht. Mit der Mottenbombe kannst du diese Sanduhr ignorieren.
Das wäre halt wirklich die perfekte Kombination gewesen. Aber ich war halt so dumm und habe die leider zu früh eingesetzt. Das geht auf meine eigene Kappe, da ich es nicht geschafft hatte. Das war meine eigene Dummheit. Naja, nichtsdestotrotz, hier machen wir jetzt für heute Schluss. Ich sage an der Stelle mal, ich hoffe, dass es allen gefallen hat. Den YouTube-Zuschauern sage ich als erstes an der Stelle natürlich, wenn es euch gefallen hat, YouTube-Zuschauer, Abo und Like beim YouTube-Video da lassen, ein Follow auf dem Twitch-Kanal, in der Beschreibung verlinkt. Und euch sage ich zuerst, schau an der Stelle. Bis zum nächsten Mal.